zusammen. Ich bin Luzi. Und wie ihr sehen könnt, bin ich verkleidet. Und zwar als Frodo, der kleine Hobbit aus dem Auenland, aus den Herr-der-Ringe-Filmen und Spielen. Das erkennt man daran, dass ich Frodos Schwert Stich trage, den einen Ring um den Hals habe und an diesem schicken Elbenmantel mitsamt Brosche. Man könnte auch sagen, ich mache Cosplay. Und was das bedeutet, das erklären wir dir jetzt in diesem Video. Der Begriff Cosplay besteht aus den englischen Wörtern Costume und Play, übersetzt Kostüm und Theaterstück. Cosplay ist hauptsächlich geprägt in Japan. Cosplay ist eine Kunstform. Man stellt dabei Charaktere aus einem Anime, einem Manga, einem Film oder einem Videospiel durch ein Kostüm dar. Man versucht dabei auch, die Gestik und die Mimik des Charakters nachzuahmen. Cosplays sind meist selbstgemacht. Dabei kann man nähen, basteln, modellieren, bemalen, 3D-drucken, Lasercutten und vieles mehr. Warum Cosplay? Du kannst dich in deinen Lieblingscharakter aus deinem Lieblingsspiel verwandeln. So wie ich in Frodo aus Herr der Ringe. Beim Gestalten deines eigenen Cosplays sind dir keine Grenzen gesetzt. Du kannst dich komplett kreativ frei ausleben. Die Definition von Cosplay gibt dir keine Vorgabe, wie dein Kostüm zu sein hat. Jeder fängt klein an und niemand hat sofort das perfekte Cosplay. Es geht nur darum, Spaß zu haben. Auch bei der Selbstdarstellung hast du unendliche Möglichkeiten. Du kannst deinen Cosplay-Charakter frei interpretieren und du bist nicht auf dein Geschlecht oder dein Alter beschränkt. Außerdem kannst du auch mehrere Charaktere vermischen, wenn du das willst. Das heißt dann Mashups. Cosplay hat eine große Community. Du kannst dich über deine Lieblingscharaktere austauschen und dir Tipps von anderen holen. Viele Cosplayer gehen mit ihren Cosplays auf Conventions und treten mit Performances auf Wettbewerben an. Falls du Lust hast, Cosplay auch mal auszuprobieren und ein bisschen kreativ zu werden, kannst du dir gerne die Tutorials anschauen, die wir hier von der Computerspielschule machen. Zum Beispiel werden wir ein Video dazu machen, wie du diesen Mindtest-Kopf basteln kannst. Wir werden dir zeigen, wie du so ein cooles Cape nähen kannst, wie ich hier anhab. Oder auch, wie du so ein Harry Potter Zauberstab mit Heißkleber basteln kannst und wahrscheinlich noch einiges mehr. Die Tutorials findest du auf unserem YouTube-Kanal oder auch auf unserer Webseite. Falls du dir das alleine nicht zutraust oder die Materialien nicht zu Hause hast, kannst du auch gerne freitags immer in der Computerspielschule vorbeikommen zu unserem Game Make and Learn Angebot. Dann können wir dir auch dabei helfen und du kannst mit uns zusammen deine Cosplay-Sachen ausprobieren. Und jetzt noch viel Spaß dabei. Ciao!